Wow, ihr Pferdenerds und herzlich willkommen mal wieder zu einer neuen Folge Stallsorgen. Ja, ihr seht, die Perspektive ändert sich mal wieder. Ich bin noch nicht so hundertprozentig zufrieden und so mit dem Aufbau, aber das finde ich jetzt erstmal schon mal ganz cool. Bevor wir diesmal anfangen, eine kleine Sache in eigener Sache oder so. Ich habe mir dieses Jahr etwas für euch ausgedacht, wo ich so dachte, das ist vielleicht eine ganz coole Sache und ihr habt da Bock drauf und habt das ja auch auf Instagram und auf Twitter und so weiter schon mal immer mal so ein bisschen angedeutet. Und jetzt sind sie endlich fertig und da. Und ja, das hier gibt es dieses Jahr, nur dieses Jahr, ja, für jetzt so 2, 2,5 Wochen. Kommt drauf an, wie lange die Lieferzeiten dann immer so klappen, damit das vor Weihnachten alles noch da ist. Aber diese coole Tasse gibt es also hier extra mit Pferdenerd 2018. Ja, einmal in Blau fand ich die ziemlich cool. Und ich habe euch auf Instagram gefragt, hey, ich wollte noch eine zweite Farbe anbieten und so. Was gefällt euch besser? Ihr wart euch nicht so ganz einig. Die meisten wollten die schwarze Tasse. Tum-di-dum-dum-dum mit diesem Schimmel hier. Mit dem coolen Mittelhufmotiv. Aber auch sehr, sehr viele wollten gerne die rote Tasse. Mit dem Fuchs, also mit dem Chico quasi vorne drauf. Und die ist genauso wie die blaue, bloß halt eben mit Rot und hier mit dem Fuchs, statt dem Wachskind hier. Und extra für euch gibt es jetzt also 3 Tassen für dieses Jahr, eben nur für kurze Zeit. Bis Anfang Dezember könnt ihr die gerne im Shop bestellen. Damit könnt ihr diesen Kanal eben mit unterstützen. Und ihr habt ein cooles Weihnachtsgeschenk, was es eben wirklich nur dieses Jahr gibt und dann nie wieder. Und wenn ihr auch Bock darauf habt und also wenn das so insgesamt gut ankommt bei euch und ihr findet die Sache cool, dann lasse ich mir vielleicht einfach jedes Jahr immer so eine Kleinigkeit einfallen, die es dann eben immer nur für dieses Jahr gibt. Ideen und Vorschläge gerne in die Kommentare rein und ansonsten findet ihr hier natürlich den Link zum Shop und auch unten in der Infobox. Aber reicht jetzt auch schon mit der Werbung. Ich würde mich freuen, wenn ihr da vorbeischaut und wir gehen jetzt los mit der ersten Frage. Die erste E-Mail ist schon etwas größer und beinhaltet im Grunde 2 Probleme. Und zwar geht es um eine 10 Jahre alte, 185 cm große niederländische Warmblutstute, die an sich wirklich sehr lieb ist und so weiter. Und die Besitzerin hat noch nicht ganz so viel Pferdeerfahrung und ja, hat im Grunde 2 Probleme mit dem Pferd. Also der erste Punkt ist, dass das Pferd sehr, sehr viel Angst vor Gerten, Peitschen und alles dergleichen hat und regelrecht Panik schiebt, wegrennt und ja nicht zu halten ist. Sie war vorher im Zucht und Sport unterwegs, hat auch eine schwere Verletzung, eine Hufgelenksentzündung, die jetzt gerade am Abheilen ist mit orthopädischem Beschlag und so weiter und eben dieses Trauma. Und so wie sie es hier beschreibt, dass sie wirklich sofort Panik bekommt und sie schon alles versucht hat, die Gerte in die Box mitzulegen, sie einfach nur da zu lassen und so, klingt für mich nach einem sehr, sehr schweren Trauma. Ich habe euch den Text unten nochmal in der Infobox verlinkt, also die Texte für diese Folge, da könnt ihr euch das im Detail nochmal durchlesen. Sie hatte auch schon einen Bodenarbeits-, also einen Horsemanship-Menschen da, der ihr da helfen wollte, 2 Wochen lang, jeden zweiten Tag, hat er mit ihr trainiert und es ging trotzdem nicht vorwärts. Mit dem Carrot Stick hat er gearbeitet, abstreichen und so weiter und immer wieder gucken lassen, aber es hat sich einfach nichts geändert. Und für mich klingt das nach einem schweren, schweren Trauma. Also sie weiß nicht, was mit dem Pferd passiert ist. Für mich klingt das nach sehr, sehr schwerer Misshandlung, ehrlich gesagt. Weil sonst entwickeln Pferde nicht so ein extremes Trauma vor solchen Geräten. Das ist echt heftig, also gerade wenn jetzt auch schon ein Horsemanship-Trainer mit dabei war, der da auch keinen Erfolg hatte, ist das sicherlich sehr, sehr schwierig. Eine Idee, die ich jetzt dazu hatte, und da muss ich echt eine Weile drüber nachdenken, ist Bodenarbeit nur mit einem Seil zu machen. Also diese ganzen Pirelli-Arbeiten, die ganzen 7 Spiele, nur mit dem Ende des Seils zu machen. Und das Seil als das Arbeitsgerät mehr zu etablieren und die Gerte immer mit den Pausen zu verbinden. Ganz langsam natürlich, also man kann nicht gleich anfangen dann mit der Gerte so, oh, jetzt ist Pause, jetzt hole ich die Gerte, weil dann ist das für das Pferd erstmal nur eine Strafe, sondern dass man erstmal
das nur macht, dass sie einfach nur in der Gegend ist, in der Ecke liegt oder so, dass es zumindest erstmal nur präsent ist, sich das Pferd aber eben auf das Seil und die Arbeit so konzentrieren muss und dass man die Gerte vielleicht irgendwie immer dabei hat ansonsten. Und eben dann anfängt, die Gerte mit etwas Positivem zu verbinden. Zum Beispiel eben beim Leckerli geben oder ähnliches, je nachdem, wie man gerne arbeiten möchte oder beim Streicheln, dass man die Gerte zum Beispiel nur zum Abstreichen nutzt. Also so wie sie ja geschrieben hat, scheint es zumindest zu gehen, dass man den Stick zum Abstreichen nutzen konnte. Aber wenn er dann gleich wieder zur Arbeit eingesetzt wurde, war das vielleicht nicht ganz so hilfreich. Deswegen würde ich ihn nur zum Abstreichen nutzen, nur zum Loben, nur in den Ruhephasen und ansonsten die Arbeit nur auf das Seil legen, damit das Pferd vielleicht wieder die Gerte mit etwas Positivem verbindet. Ansonsten ist bei so einem Trauma, was so heftig ist, es vielleicht gar nicht mehr möglich, dass zu ändern. Schreibt da gerne mal eure Ideen in die Kommentare rein. Hattet ihr sowas schon mal? Also sowas Heftiges habe ich noch nicht erlebt. Also wenn ihr Ideen habt, schreibt es unten in die Kommentare rein. Vielleicht können wir ja helfen. Das wäre super. Aber Punkt Leckerlis ist gleich das zweite Problem. Denn das Pferd neigt extrem zum Betteln und das nur beim Futter. Sie war wohl auch zu dünn und bekommt aber ausreichend Futter. Mir ist übrigens aufgefallen, also wer die E-Mail sich durchlesen möchte, sie ist sehr zurückhaltend bis abwehrend geschrieben, im Sinne von sehr rechtfertigend. Zum Beispiel steht das Pferd eben in einer Box, weil es ihr eben besser geht in der Box. Und ich finde das total in Ordnung. Es gibt Pferde, die sind einfach auch überfordert in einem Offenstall, können sich da nicht so richtig einfinden, je nachdem, was sie auch für Erfahrungen gemacht haben und so. Und für die ist eben ein Offenstall oder auch ein Aktivstall nichts. Das muss man akzeptieren. Und wenn es dem Pferd in der Box besser geht, dann warum nicht? Deswegen möchte ich da irgendwie gleich mal den Wind aus den Segeln nehmen, so von wegen, oh Gott, böse Boxenhaltung, das wird das Problem sein. Nein, in der Offenstallhaltung war es schlimmer, denn sie beschreibt hier, dass das Pferd versucht hat, möglichst nicht ans Futter zu gehen oder immer nur, wenn wirklich kein anderes Pferd mit dabei war. Und das zeigt für mich eben, dass es großen, großen Stress hat. Also das hatte auch, also es hat halt stark abgenommen, hatte Durchfall und so weiter, eben weil es sich so einen Stress gemacht hat, hat teilweise starkes Dominanzverhalten gezeigt und das würde ich jetzt auch nicht unbedingt in Kauf nehmen wollen, nur damit mein Pferd absolut und unbedingt in einem Offenstall steht. Und in der Box wurde das auf jeden Fall besser, was ich schon mal gut finde, denn da haben die Pferde einen hundertprozentig gesicherten Rückzugsort und das kann für solche Stresspferde auch ganz gut sein. Und sie hat in dieser Zeit 250 Kilogramm zugenommen, was gut ist, was sehr, sehr gut ist, weil abgemagerte Pferde, da denen geht es definitiv sehr, sehr schlecht. Aber dieses Betteln ist halt noch krass da. Das Gute ist, wenn sie in die Box geht und das Futter für sich beansprucht, also die Besitzerin, dann gibt es da auch keinen Stress und kein Theater. Ich würde hier auch wieder auf ein Trauma tippen. Ja, denke, vielleicht zu wenig Futter, wirklich halt auch, vielleicht auch durch die Offenstallzeit, dass das Pferd eben Stress hatte bei dem Thema Futter und deswegen, sobald es irgendwie Futter bekommt oder in Aussicht hat, dass es das in Ruhe fressen kann, also alleine fressen kann irgendwie, dass es da ganz dolle hinterher ist und das unbedingt fressen will. Das kann eben aus dieser Zeit sein. Was ganz gut hilft oder womit ich gute Erfahrungen gemacht habe, ist das Höflichkeitsspiel aus dem Klickertraining, dass man Leckerlis zwar in der Hand hat, aber solange das Pferd eben bettelt, an einem irgendwie herumschnuffelt oder sonst irgendwie etwas macht, dass dieses Pferd dieses Leckerli nie bekommt. Und erst wenn es wegguckt und sich entspannt, dann erst das Leckerli gibt. Dafür müsste man das allerdings immer so machen. Und darf das nicht einreißen lassen. Also gerade wenn man vielleicht noch eine Reitbeteiligung hat oder so, muss man da sehr, sehr streng hinterher sein. Das könnte man machen. Wenn es bei allen Futtervarianten ist, würde ich das sogar über alle Futtervarianten ausbreiten. Wichtig ist allerdings bei diesem ganzen Klickertraining und sowas, wenn ihr damit überhaupt gar keine Erfahrung habt, dann holt euch einen Trainer, der euch das zeigt, wie man das genau macht. Es ist sehr wichtig, dass man da konsequent ist und das wirklich immer nach diesem Schema macht, damit es richtig konditioniert wird und sich die Pferde auch wirklich entspannen können bei dem Thema. Habt ihr sonst noch Ideen? Schreibt es unten in die Kommentare rein.
Und ansonsten hoffe ich, dass wir irgendwie helfen konnten und wir kommen zum zweiten Thema. Traumatische Pferde ist echt schwierig. In der zweiten Frage geht es um eine 16-jährige Andalusia-Stute, die angefangen hat, sich im Gelände loszureißen. Also einfach loszuschießen, sich nicht mehr halten lässt, obwohl die Reiterin eben Wolten reitet, regelmäßig Paraden gibt und so weiter, anstatt einfach nur zu ziehen. Also alle Sachen, wo ich so dachte, okay, vielleicht liegt es daran, hat sie quasi schon alles, ausgeblendet. Genauso auch, wenn sie, also schon ausprobiert und das funktioniert leider nicht. Auch mit dem besten Kumpel ausreiten, da passiert das leider auch. Sie hatte vermutet, dass der Sattel nicht passt, beziehungsweise beim Sattel gab es ein Problem, da hatte sie die Vermutung, dass das da ist, aber seit 2 Wochen wohl, zumindest zu dem Zeitpunkt, als sie mir die E-Mail geschickt hat, gibt es einen neuen Sattel, der eben auch angepasst ist, der jetzt auf jeden Fall passen sollte und sie eigentlich keine Rückenschmerzen haben sollte. Also alles so Punkte, die ich jetzt abgeklappert hätte, was man alles machen könnte, hat sie alles schon gemacht und es funktioniert nicht. Was krass ist, also eventuell könnte es tatsächlich noch ein Sattel, also ein, ein Sattelproblem sein, wie so eine Art Phantomschmerz. Also wenn man einen unpassenden Sattel hat, dann hat man meistens noch längere Zeit Probleme, auch mit dem neu angepassten Sattel, weil das Pferd die Schmerzen erwartet, gerade beim Trab oder so, und dann lieber gleich wegrennt oder ähnliches. Das könnte sein. Deswegen vielleicht mal mit dem passenden Sattel longieren erstmal und sowas, wo das Wegrennen jetzt nicht so auftritt. Das wäre eine Idee, um das auszuschließen. Ansonsten fragt sie jetzt hier, was sie denn noch machen kann. Schärferes Gebiss, nicht mehr im Gelände galoppieren. Sie hat wohl ein sehr sanftes Gebiss. Sie ist auch mal auf Glücksrad geritten, aber darauf reagiert sie dann überhaupt nicht mehr, wenn sie irgendwie, durchgeht. Und deswegen hat sie ein Gebiss drin. Also zu dem ersten Vorschlag, schärferes Gebiss, würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Weil damit erhöhst du nur den Schmerz beim Pferd. Und schärfere Gebisse sind eigentlich nicht, also was heißt eigentlich, die sind nicht dafür da, um, das Pferd besser halten zu können, weil letztendlich fügen wir dem Pferd einfach nur noch größeren Schmerz zu, wenn wir da zu dolle anpacken. Schärfere Gebisse sind für noch feinere Reitweisen, das heißt, dass man noch weniger Signale mit der Hand machen muss. Und das kommt aber ja umso deutlicher beim Pferd an und umso weniger, also wenn man das sehr, sehr wenig macht, dass dann beim Pferd immer noch normaler Druck ankommt. So ist es gedacht. Wenn ich bei einem ganz weichen Gebiss nur sehr wenig mache, kommt quasi gar nichts an und bei einem scharfen Gebiss, wenn ich da wenig mache, kommt was an beim Pferd. Das ist eigentlich die Idee und deswegen nicht schärfere Gebisse nehmen, weil man sein Pferd nicht halten kann. Und letztendlich ist es so, wenn ich ein Pferd mit einem Knotenhalfter nicht halten kann, dann kann ich es letztendlich auch nicht mit einem schärferen Gebiss halten. Beziehungsweise ich traumatisiere das Pferd einfach nur noch mehr und werde irgendwann an den Punkt kommen, wo das Pferd nur noch auf alles pfeift und nur noch wegrennt, weil die Flucht, also das Pferd, wenn das Pferd wegrennt, ist das für das Pferd die letzte, also eins der letzten Auswegmöglichkeiten. Und das wird es immer wieder machen als Fluchttier. Eben um zu überleben. Das ist ja die Idee dahinter, ne? Das ist der Gedanke dahinter. Nicht mehr galoppieren im Gelände ist auf jeden Fall für die erste Zeit vielleicht eine ganz gute Idee, um Entspannung zu finden. Die Frage ist tatsächlich, woher kommt das? Was passiert, was passiert dann, wenn das Pferd durchgegangen ist? Geht es direkt nach Hause? Geht es trotzdem noch eine entspannte Runde? Ist es vielleicht eine Art Taktik, so hey, ich renne jetzt weg, komme deswegen schnell wieder nach Hause? Funktioniert ja gut, ne? Weil Pferde wollen ja gerne ihre Ruhe haben und deswegen versuchen sie immer mal Lösungen für ihr Problem zu finden, dass sie halt arbeiten müssen oder dass sie was tun müssen, um möglichst schnell ans Ziel zu kommen. Das könnte der Grund sein, wenn man dann gleich wieder umdreht oder nach Hause kommt. Deswegen, wenn ein Pferd eigentlich durchgeht und nach Hause läuft, dann wäre es wichtig, dann zumindest zu Hause noch zu arbeiten oder eben nochmal ins Gelände zu gehen oder so, damit das nicht die Lösung des Problems ist für das Pferd. Ein anderer Punkt, der helfen könnte, ist, Andalusier sind sehr verspielte Pferde, also die
sind sehr gelehrig, was so Zirkuslektionen und sowas angeht und neue Aufgaben und so. Und die sind so, boah, was kann ich machen? Da, 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 da. So sind Andalusier, bloß in der Regel eigentlich nicht so schnell panisch wie zum Beispiel der Araber dann eher so ein Pferd ist, der dann mal sehr schreckhaft sind. Andalusier sind da ein bisschen gesetzter, aber sehr verspielt. Und deswegen wäre eine Idee, im Gelände mehr Aufgaben zu machen. Also mehr kreuz und quer durch die Bäume zu reiten, rückwärts zu reiten, sich viel links stellen, rechts stellen, mal Gruppe herein, Gruppe heraus, irgendwie Aufgaben sich zu überlegen im Gelände, sodass das Pferd beschäftigt ist und was zu tun hat und dann halt nicht auf die Idee kommt, so, boah, ich renne jetzt mal los. Das wäre jetzt noch so eine Idee, was mir gerade bei Andalusien einfällt. Ansonsten natürlich spazieren gehen, aber sie schreibt halt, dass Bodenarbeit gar kein Problem ist. Und meistens ist es ja auch wirklich so, dass wenn der Mensch am Boden ist, dass es dann viel entspannter ist. Und wenn es so vom Boden aus gut klappt, sogar frei gut klappt, dann würde ich halt dazu raten, vom Sattel aus dann wirklich mehr ran zu arbeiten und dann vielleicht dann viel diese Spiele und sowas zu machen. Und sie hatte jetzt hier auch geschrieben, dass hier noch ein anderes Pferd dann eher noch zusätzlich Panik verbreitet, mit dem erstmal gar nicht ausreiten, sondern lieber wirklich nur mit dem besten Kumpel, auch wenn es da auch auftritt, aber da vielleicht so Spiele zu machen, im Sinne von, man könnte ja auch mal viel wechseln, wer vorne reitet, die Seiten viel wechseln und sowas. Also einfach, dass man was macht mit dem Pferd und dann entspannte Ausritte hat. Und ja, das wäre jetzt so meine Idee. Habt ihr noch Ideen? Schreibt es unten in die Kommentare rein. Und wir kommen zum dritten Thema. Das ist ein kurzes, aber sehr verbreitetes Thema. Und zwar die Angst vor Sprühflaschen. Das Problem haben, glaube ich, sehr, sehr viele. Also es ist mir zumindest sehr bekannt. Und das Hauptproblem tatsächlich bei Sprühflaschen ist dieser Zischlaut. Also dieses Sch-Sch-Sch-Sch. Ist für Pferde sehr, sehr unangenehm, weil es klingt nach Schlangen und sowas, die halt sehr gefährlich sind für Pferde, die sie auch nicht so gut sehen können. Und deswegen ist so ein Zischen für die Pferde immer ja, angsteinflößend. Also die wollen uns da nicht verarschen oder irgendwie etwas, die finden es sehr, sehr unangenehm, dieses Geräusch. Und da gibt es verschiedene Varianten, wie man da rangehen kann. Also erstmal mit der Flasche das ganze Pferd abzustreichen, wenn das Pferd schon auf die Flasche schon negativ reagiert und da Panik schiebt, also dass man das wirklich in aller Ruhe macht, dass das Pferd erstmal akzeptiert, okay, das ist jetzt eine Flasche und die tut mir jetzt erstmal nichts und dass man dann das Pferd erstmal nicht damit einsprüht. Also erstmal nur, dass es akzeptiert, dass man eine Flasche der Art in der Hand hat, die eventuell solche Geräusche machen könnte. Wichtig ist dabei diese Taktik, Annäherung und Rückzug. Wenn ihr euch damit nicht auskennt, dann holt euch dafür auch auf jeden Fall einen Trainer ran, damit man da nicht irgendwie noch mehr kaputt macht, als man irgendwie erreichen kann. Eine Taktik ist es auch, habe ich auch schon mal gemacht, das funktioniert ganz gut, indem man beim Putzen, wenn irgendetwas Angenehmes eigentlich ist, immer mal selber so sch, 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 sch macht. Einfach nie dieses Geräusch macht, damit sich das Pferd so ein bisschen an dieses Zischen gewöhnt und denkt so, okay, gut, mir passiert gar nichts, auch wenn es immer mal so zischt. Natürlich da auch wieder mit der Taktik Annäherung und Rückzug, dass man mit dem Zischen dann aufhört, wenn sich das Pferd eben entspannt oder zumindest nicht mehr rumhampelt oder so. Es kommt halt darauf an, wie sehr die darauf reagieren. Ja, dass man sowas, das Geräusch erstmal etabliert und dann natürlich das Ganze mit Flasche und dem Abdrücken mit dem Zischen eben kombiniert. Dass es ja auch wieder mit Annäherung und Rückzug, ne? Also dass man eventuell das Pferd erstmal ganz nur damit abreibt mit der Flasche, sodass es sich dran gewöhnt, so wie wir das am Anfang gemacht haben. Und dann halt einmal sprüht und dann ist erstmal wieder gut und wieder alles schön ja, abkrault und knuddelt und so weiter und so fort. Sowas kann gegebenenfalls tatsächlich länger dauern und deswegen ist es bei Pferden, die sehr lange Mähnen haben, so wie das jetzt hier in dem Fall, natürlich schwierig, dann die ewig nicht zu kämmen oder so und man kommt ohne Mähnspray ja teilweise gar nicht durch. Und da würde ich dann empfehlen, zum Beispiel Birkenhaarwasser zu nehmen, das hilft ganz gut, und das eben so ein bisschen rüber zu kippen, ohne dass man das sprüht und das so ein bisschen einzuarbeiten und das dann rauszukämmen. Das geht eigentlich ganz gut.
Man kann natürlich auch sich so diese Sprühkursachen, also einfach aus der Drogerie holen, was nicht so teuer ist, wie jetzt normales Pferdemähen-Spray. Also holt euch diese Bio-Varianten, die sind eigentlich super. So Rossmann irgendwie, Alterra und Alnatura und, ach nee, wie heißen die? Ach, keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Diese Geschichten. Alverde, genau. Und da könnt ihr die Flaschen auch aufschrauben und das Zeug halt auf den Lappen geben, meinetwegen, oder so ein bisschen drüber kippen. Das verbraucht natürlich viel, viel mehr, als wenn man es sprühen würde, aber ich kriege das ja trotzdem irgendwie auf die Haare drauf, ohne zischen, und könnt dann zumindest die Mähne kämmen. Das wäre jetzt noch so eine Idee, was man machen könnte, um halt zumindest durch die Haare durchzukommen an der Stelle. Ja, habt ihr Erfahrungen mit Pferden, die dieses Zischen überhaupt nicht leiden können? Dann schreibt es unten in die Kommentare rein, und damit ist tatsächlich diese Folge Stallsorgen schon wieder zu Ende. Vergesst nicht, Freitagabend gerne vorbeizuschauen hier auf YouTube, jetzt wieder zu den Live-Stallsorgen, wenn euch sowas interessiert, oder eben auch andere Themen, worauf ihr so Bock habt. Meistens Freitag so 20, 30, 21 Uhr, so in dem Dreh geht's los. Ich kündige das eigentlich immer auf Instagram nochmal vorher an oder auf Twitter oder beides. Also schaut da gerne vorbei und denkt dran, wenn ihr so eine Tasse haben wollt, dann hier findet ihr den Shop. Da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Da findet ihr noch ein neues Video, und ihr könnt natürlich sehr gerne ein Abo da lassen. Wenn ihr noch nicht habt, lasst dem Video ein Like da für weitere Stallsorgen. Und ja, wir sehen uns in den Kommentaren wieder, und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao!